Jo, da sind wir wieder bei XCOM Enemy Unknown und. Commander, ja. Das Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne. Sind wir hier jetzt bei unseren Soldaten? Ein Soldat des Delta Trupps ist liegend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Jo. Wie Sie wissen, Commander, ist jeder Soldat anders. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf dieses Gebiet legen. Na dann, Raketenstart. Dieser Soldat wird nun zusätzlich zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Auf in die Forschungslabore. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Ja, die kriegt er aber nicht. Nein, doch. Dies oder dies? Mal das. Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Mach das. Es scheint, Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, würde ich mich sehr freuen, Sie untersuchen zu dürfen. Ja. Commander zur Einsatzleitung. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Zwei verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Das Land, dem wir helfen, wird unser Projekt unterstützen. Aber in dem Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Ja. Zeig mal an. New York. Leicht Panik. 1 Wissenschaftler 4. China. 8 Belohnung. 4 Wissenschaftler. Panik 1. Schwierigkeit leicht. Belohnung. Ja, aber ich mach, glaube ich, New York, weil ich da auch meinen Stützpunkt habe und damit mich mein eigenes Land, in dem ich meinen Stützpunkt habe, auch unterstützen wird. Die Truppen erwarten Sie im Hangar. Commander, bevor wir unseren Trupp entsenden, können Sie wählen, welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem Schlachtfeld von unschätzbarem Wert. Ja, ich kann hier nichts machen, also einfach mal Einsatz starten. Entführung. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Jo, dann mal runter. Und da sind sie alle. Als Soldat, ehe du vorrückst, wollen wir sehen, was in dem Gebäude ist. Dein Kamerad ist näher dran. Soll er sich das ansehen? Gut. Jetzt mach die Tür auf. Leise, damit du dem Feind nicht deine Position verrätst. Jetzt geh drinnen in Deckung. Okay, jetzt will ich einen Mann auf dem Dach des Gebäudes haben. Schau mal, ob du darauf kommst, Soldat. Ho, ho, mit dir. Es geht los. Wie hässlich die sind. Scharfschütze. So,
volle Deckung dahin. Und der Gang ist hinter die Toiletten. Die Aliens sind dran. Ich hab echt keine Ahnung, was denen das jetzt bringt, der Scheiß. Vielleicht reden die so miteinander oder so. Wie trifft der da? Drauf. Boah, Kill. Sehr gut hier. Shotgun Kill. Ja, der ist weg, würde ich mal sagen. Dann direkt mal weiter. Du dahinter. Und die Aliens sind mal wieder dran. So, jetzt dahin. Und du da. Und Sniper. Hier. Wie lebt sich? Ein beunruhigender Anblick, hätte ich hier gesagt. Schwer zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört und die Maschine anfängt. Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. Möchte er es, glaube ich, auch gar nicht. Natürlich kann ich das teleportieren. Leck mich. Stell dich daneben und hau das Ding weg. 100% Trefferchance. Mistvieh. Oh, halt. Du läufst dahin. Und du aus der Ballaster erstmal. Daneben. Typisch Mädchen hier. Rauchgranate, Feldposten, Feuer. Na dann, hau mal drauf. Yes. Nein. Oh, das lebt noch. Misty. Oh, scheiße, der. Kann ich da ausgewichen? Nice. Wie nice. Wie nice. Du gehst schon einmal hin. Hau nochmal drauf. Shotgun Kill. So. Auf. Die letzten sind in dem Haus da hinten drin. Trotzdem mal ein bisschen in Deckung gehen, einfach nur so. Die Kammeln da hinten im Haus rum, also wird da nichts passieren. Dahin. Das ist zwar völlig ohne. Ja, gehen wir erstmal dahin. Und du bist. Nein, verklickt. Ja, schade. Egal, die kommen eh nicht aus dem Haus raus. So, stellt sich da hin. Öffnet die Tür. Hier ist dann an die nächste Tür. Du bist an die Tür. Du bist da hin.
Feldposten. Hört mal nach. Und du gehst auch mal hier hin. Und wie? Natürlich, schießt durch die Wand durch. Realistisch. Vergiftet. Yeah. Hau drauf. Eine Granate. Granate raus. Boom. Operation. 6 getötet, ausgezeichnet. 0 gestorben, ausgezeichnet. Und der Flug zurück. Alter. Der Captain ist verwundet für 4 Tage. Der ist aktiv, die ist verwundet für 6 Tage und die ist aktiv. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Panik macht sich in ganz Asien breit, kann ich mitleben. Und was kann ich jetzt machen? Ich kann... Einsatzleitung. Commander, es gibt eine neue Entwicklung. Es ist definitiv etwas runtergekommen. Das Alpha-Team ist bereits unterwegs. Nice. Aber danach ist ja hier Ende. Habt ihr Sichtkontakt am Absturzort? Ja, das kann man wohl sagen. XCOM, Enemy Unknown. Ja, das war die Demo. Leider nur die Demo. Also, bye und von XCOM gibt's da kein nächstes Mal, aber